Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Videoserie vom Sport- und Medizin-Symposium an der Ostsee. Diesmal haben wir es uns im Strandkorb gemütlich gemacht und neben mir begrüße ich Dr. Micha Hoja aus Stuttgart vom Diakonie-Klinikum. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie haben einen Vortrag gehalten, sehr interessant, zum Thema Sportverletzungen an OSG und Fuß. Und da haben Sie gesagt, da gibt es natürlich eine ganze Menge an Verletzungen. Die halbe Stunde hat nicht ausgereicht, alles zu beleuchten. Sie haben sich konzentriert auf Bandverletzungen am OSG, Syndesmoseverletzungen und OSG-Frakturen. Und da haben Sie auch aufgezeigt, dass eine inadäquate Versorgung zur Arthrose führen kann. Das ist so in erster Linie das, was verhindert werden muss, richtig? Ganz genau so ist es. Das obere Sprunggelenk ist einfach ein Gelenk, das extrem gut bandgeführt ist, funktionell ein Scharniergelenk ist, und wenn dort in der Bandführung irgendwas nicht in Ordnung ist, dann führt es zu Problemen, dann geht das Gelenk kaputt. Und deswegen muss das Ziel der Therapie sein, die Bänder so stabil zu bekommen, dass wieder das Gelenk normal funktionieren kann. Ja. Was ich auch ganz interessant fand, war, dass Sie gesagt haben, dass Außenbandrupturen ja in der Regel konservativ versorgt werden. So kenne ich das auch. Ich spiele Handball in seinem Umfeld, ich selbst auch schon viele Außenbandrupturen gesehen. Und da haben Sie gesagt, dass es allerdings da schon einen Trend gäbe, das auch jetzt operativ zu machen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wann ist das indiziert? Ja, wir sehen doch relativ viele Patienten, die nach einer konservativen Außenbandverletzung, konservativ behandelten Außenbandverletzung eine chronische Instabilität entwickeln. Mhm. Und diese Patienten haben einen hohen Leidensdruck und eben auch ein hohes Arthrose-Risiko. Und deswegen muss man sich einfach bei jedem Patienten, der eine Außenbandverletzung erleidet, immer individuell anschauen, wie ausgeprägt ist denn die Verletzung. Denn Außenband ist nicht gleich Außenband. Eine einfache Einbandverletzung muss sich natürlich ganz anders behandelt werden wie eine Zweibandverletzung. Und gerade Patienten, die einen hohen sportlichen Anspruch haben, haben ein relativ großes Risiko, eben auch chronische Instabilitäten zu entwickeln, sodass da im Laufe der letzten Jahre schon wieder ein Shift dazu kommt, dass man eben auch frühzeitige Bandstabilisierungen macht, weil die funktionellen Ergebnisse nach einer operativen Bandstabilisierung hervorragend sind. Mittlerweile eben auch mit arthroskopischen Verfahren kann man sehr gut arbeiten, hat wenig Risiko für Komplikationen und man kann ein sehr schnelles Return to Sport wieder bekommen. Okay, ja, interessant. Ja, vielen Dank für die Einblicke auch. Lassen Sie uns mal zur Syndesmoseruptur springen. Da haben Sie gesagt, das ist schon tückisch. Können Sie das nochmal erklären? Was ist so tückisch daran? Ja, tückisch ist, dass die Syndesmose ein Bandkomplex ist, der immens wichtig ist, um das Sprunggelenk zu stabilisieren. Und eine Verletzung der Syndesmose bedeutet nicht immer, dass das Gelenk stabil ist oder dass es instabil ist. Und die Gefahr, eine instabile Syndesmosenverletzung zu übersehen und dann nicht adäquat zu behandeln, ist relativ groß. Und Patienten, die eine übersehene Syndesmosenverletzung haben, eine instabile Knöchelgabel haben, Die sind langfristig dann sehr schwer zu behandeln. Deswegen ist es ganz wichtig, eben eine Syndesmosenverletzung richtig zu diagnostizieren und gerade die Patienten, die eben instabil sind, frühzeitig operativ zu versorgen, weil man mit einer operativen Versorgung eine hervorragende Ergebnisse erzielt. Sehr gut. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Sie haben uns auch einen Ausblick über prothetische Versorgung gegeben. Da gibt's, also ist mittlerweile viel möglich. Vielleicht können Sie das hier für unsere Zuschauer vor der Kamera auch noch mal erläutern. Ja, wenn das Sprunggelenk kaputt ist, war die letzten Jahrzehnte immer die Alternative, man muss es versteifen. Die Prothese hat so ein bisschen schlechten Ruf die letzten 20 Jahre gehabt, aber wir haben klinisch und auch in der Literatur mittlerweile sehr, sehr gute Langzeitergebnisse. Auch was den Einbau der Prothese angeht, können wir eben mit so patientenspezifischen Implantaten arbeiten. Das heißt, wir können die Prothese, kann man mittlerweile exakt positionieren und man kann wirklich eine sehr hervorragende Patientenzufriedenheit erreichen. Und auch bei jüngeren Patienten darf man die Prothese nicht immer gleich außer Acht lassen. Und da muss man einfach individuell immer schauen, ob ein Patient mit der Prothese zurechtkommt und profitiert. Und da kann man wirklich auch gute Lebensqualität mit der Prothese erreichen, auch Sportfähigkeit wieder erreichen. Und da wird in den nächsten Jahren sicher auch noch eine deutliche Weiterentwicklung sein. Und da muss man immer ein Augenmerk drauf haben. Sehr gut. Dr. Hoja, vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank auch für Ihren Vortrag. Sehr spannend. Hat mich sehr gefreut, dass Sie sich noch bereit erklärt haben, hier ein paar Fragen zu beantworten. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, schauen Sie sich gerne auch die anderen Folgen unserer Serie an. Ich denke, wir holen uns jetzt Sonnenbrille und Sonnencreme und dann machen wir uns noch ein bisschen gemütlich hier. Auf jeden Fall. Alles klar. Bis dahin. Tschüss zusammen.